Autokäufer haben es im Jahre 2022 echt nicht leicht. Beim Neuwagen greifen die meisten zu einem Elektroauto, wenn es denn verfügbar ist. Ein Plug-in-Hybrid ist für die meisten 2022 auch schon Geschichte, hohe Lieferzeiten und ab 2023 keine Förderung mehr. Wer jetzt aber sagt, okay, ich bin aber nicht jemand, der zigtausend Euro hat, ich würde aber eher einen soliden Gebrauchten kaufen. Ja, was soll ich mir denn da kaufen? Ein Plug-in-Hybrid? Weiß ich nicht. Das Thema ist ja eigentlich irgendwie in Anführungszeichen tot. Beim Elektroauto traue ich mir nicht zu, das Auto jetzt schon zu kaufen. Vielleicht ist die Technik zu schnell schon veraltet. Vielleicht doch wieder einen Verbrenner. Der Diesel, oh, er ist verteufelt. Kauft eigentlich auch keiner. Also geht es Richtung Benziner und dann könnte man vielleicht wieder mit einer Übergangstechnologie wie entweder einem Mildhybrid-System, wo der Benzinmotor einfach mit einem Elektromotor ein bisschen gepusht wird, kaufen, oder man kauft einen Vollhybrid. Der Vollhybrid, den Toyota schon seit Jahren verbaut und auch wirklich zur Gänze Perfektion fast schon getrieben hat, den gibt es jetzt auch hier bei Suzuki im fast schon selben Blechkleid wie dem Toyota Corolla Sportstourer, aber hier heißt das Ganze Suzuki Swayze. Und unser Testwagen hier ist mittlerweile auch schon über 1,5 Jahre alt, hat fast 30.000 Kilometer mittlerweile gelaufen, also perfekt, um sozusagen heute mal den Gebrauchtwagenkäufer zu spielen. Und wir werden den Wagen heute auch ein bisschen auf Herz und Nieren testen. Ich werde euch natürlich alles Wichtige rund um den Suzuki Swayze mit an die Hand geben. Wie viel Platz hat er, wie er sich fährt, wie das Antriebskonzept ist. Und wir werden natürlich herausfinden, wie effizient ist denn eigentlich ein Vollhybrid im Alltag, wenn wir ihn auf unserer Verbrauchsrunde fahren. Und die ist ja immer gleich. 50% Überland, 40% Autobahn vor Max 140, 10% Stadtverkehr. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann lasst mir ein Abo für den Kanal da, ein Like und vor allem euren Kommentar zu dem Ganzen unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch diskutieren können. Jetzt lade ich euch ein, steigt mit ein, schnallt euch an und wir begeben uns auf Testfahrt. Bereits optisch fällt der Suzuki Swayze auf, denn man kennt ihn bereits, und zwar als Toyota Corolla Sportstourer. Ja, sehr interessant, wie die Japaner da oftmals zusammenarbeiten. Das sieht man aber jetzt auch wieder mit Mazda und Toyota. Da ist beispielsweise der neue Mazda 2 Hybrid, beispielsweise auch ein Toyota Yaris im Grunde, und das sieht man ihm auch sofort an. Aber hier helfen sich die Japaner immer mal wieder gegenseitig mit quasi Lizenzen, die sie da gegenseitig für sich austauschen oder vielleicht verkaufen. Und das ist durchaus interessant. So ist halt jetzt Suzuki in der Lage, hier ein Mittelklasse-Kombi anzubieten mit dem Swayze. Und das auch mit einem modernen Vollhybridantrieb, der die CO2-Bilanz des Unternehmens nicht komplett nach unten reißt. Optisch fällt der Swayze nicht nur mit den Ähnlichkeiten durch Scheinwerferpartie, Heckpartie auf gegenüber dem Toyota. Nein, man hat sich sogar eine eigene Frontpartie gegönnt, das heißt einen eigenen Stoßfänger hier im Gegensatz zum Toyota. Wir haben hier ein bisschen biedereres Gesicht dadurch. Am Heck gibt es aber keinen Unterschied, bis auf dass die unterste Leiste unten an der Abrisskante quasi lackiert ist bei Toyota. Bei Suzuki ist es nicht. Die Abmessungen sind natürlich auch identisch. Wir haben also hier 4,66 Meter Außenlänge, 1,79 Meter Außenbreite ohne Außenspiegel und 1,46 Meter Bauraumhöhe. Das Fahrzeug liegt also relativ tief,
hat auch eine eher geringere Bodenfreiheit, was natürlich dem CW-Wert geschuldet ist, also dem Luftwiderstandswert, denn so wird der Swayze auch auf der Autobahn nicht zu einem Schluckspecht werden. Die Ausstattung hier beim Suzuki Swayze ist aber sehr umfangreich. Wir haben bereits ab Werk Bi-LED-Scheinwerfer drinnen. Wir haben alle Assistenzsysteme wie tote Winkelüberwachung, aktive Spurhaltung, Abstandsregeltempomat, Frontkollisionswarnung, Notbremsassistent und auch Sitzheizung, Lenkradheizung, Klimaautomatik. All das ist hier bereits ab Werk an Bord, denn es gibt den Swayze auch nur mit einer Antriebskombination und einer Ausstattungslinie. Beim Blick in den Kofferraum zeigt der Swayze, dass er der Mittelklasse auf alle Fälle angehört. Mit einem Standard-Laderaumvolumen von 596 Litern bis 1606 Litern. Da schluckt er auch richtig was weg. Wenn wir uns auch die Abmessungen anschauen im Laderaum, haben wir eine Laderaumbreite von 95 cm, eine Laderaumhöhe unter dem Laderaumrollo von 43 cm, eine maximale Laderaumhöhe von 73 cm und die Laderaumtiefe liegt bei 1,2 m im Standardbereich und maximal 2,12 m, wenn der Beifahrersitz nach ganz vorne gestellt ist. Also auch hier ist der Wagen voll familientauglich. Man hat eine niedrige Ladekante, das ist sehr erfreulich, eben Kombi, kein SUV, da geht auch wirklich was rein, Kinderwagen geht rein, Reisegepäck geht rein, also da einwandfrei. Es gibt auch eine Anhängerkupplung, die 750 Kilo maximale Zuglast zulässt, das ist jetzt nicht viel, wer aber gerade mal kurz ein paar Sachen eben zum Bauhof bringen möchte, für den ist das völlig ausreichend. Das Leergewicht des Suzuki Swayze liegt übrigens bei 1475 Kilo. Auch hier ein Vorteil der Hybridtechnologie. Man benötigt nur eine ganz, ganz kleine Pufferbatterie und hat auch einen leichten Motor an der Vorderachse verbaut. Und genau das sorgt dann eben für ein geringes Gewicht gegenüber einem Plug-in-Hybriden oder einem vollelektrischen Fahrzeug. Die Platzverhältnisse hier sind ebenfalls sehr großzügig bemessen. Auf der Rückbank habe ich viel Kniefreiheit, auch genügend Kopffreiheit, weil es auch hier kein Glaspanoramadach gibt. Und wir haben auch hier Luftausströmer in der zweiten Reihe. Einzige Einschränkung ist, es gibt hier leider keinen Stromanschluss. Dafür zwei gut zugängliche Isofix-Befestigungen an den Außenpositionen, leider aber nicht am Beifahrersitz. Der Fahrer sitzt auf einem breiten Stuhl, sage ich jetzt einfach mal, breitem Gestühl, sehr komfortabel, ausreichendes Sitzpolster, leider keine ausziehbare Schenkelauflage, eine Lordosenstütze ist hier für den Fahrer vorhanden, auch in der Höhe und Tiefe ist dieser Sitz einstellbar, genauso wie das Lenkrad und wir haben eine Gurthöhenverstellung, was ich auch sehr positiv finde. Der Blick über den Armaturenträger, dann gibt auch keine Rätsel auf, alle Materialien durchaus wertig gemacht. Weich aufgeschäumte Kunststoffe, sogar Teilleder hier am Armaturenbrett untergebracht. Wir haben dann ein teildigitalisiertes Kombi-Instrument, in der Mitte ein großes Display, das uns den Tacho angibt. Darum sortiert haben wir dann noch analog den Drehzahlmesser, die Tankanzeige und die Kühlwasseranzeige. Am Bordcomputermenü können wir dann über das Multifunktionslenkrad uns auch diverse Anzeigen noch aufrufen, wie den Energiefluss, den Verbrauch oder aber Audio- oder Assistenzansichten. In der Mittelkonsole dann haben wir eine gut zugängliche Zwei-Zonen-Klimaautomatik hier verbaut, sowie einen großen Mediabildschirm, Touchscreen, der hier ebenfalls über Direktwahltasten verfügt. Also somit kann man ihn sehr intuitiv und leicht bedienen. Einzige kleine Einschränkung, die es hier beim Suzuki gibt gegenüber dem Toyota. Es gibt kein Werksnavigationssystem, dafür aber eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Smartphone-Konnektivität mittels Apple CarPlay oder Android Auto sowie eine induktive Ladeschale. Und in meinen Augen ist das völlig ausreichend, denn wer da navigieren möchte, der hängt einfach sein Smartphone rein und lässt sich mit Google Maps navigieren. Unter der Motorhaube des Suzuki Swayze arbeitet der identische Hybridantrieb, den Toyota schon zur Perfektion getrieben hat, über Jahrzehnte würde ich jetzt schon fast sagen. Denn wir haben hier einen 1,8 Liter Saugbenziner, Vierzylinder,
ohne große Technik-Schnickschnack unter der Haube, der hier gepaart wird mit einem Elektromotor und einer kleinen 0,7 Kilowattstunden fassenden Pufferbatterie. Ja, es ist eine Pufferbatterie. Diese Batterie lässt sich nicht extern aufladen. Nein, das übernimmt der Verbrenner oder aber die Rekuperation über die Bremsleistung hier. Dann wird diese Batterie eben mit Energie gefüllt. Die Leistung des Benziners liegt bei 72 kW oder 98 PS und 142 Newtonmeter. Die des Elektromotors liegt bei 53 kW. Und zusammen haben wir dann eine Systemleistung von 90 kW bzw. 122 PS. Das reicht, um dann den Suzuki Swayze in rund 11 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Die maximale Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 Stundenkilometern. Wenn man es denn dann drauf anlegen möchte. In der Praxis ist es allerdings so, viel interessanter ist natürlich jetzt das Zusammenspiel zwischen Benzinmotor, Elektromotor und wie das Ganze hier funktioniert. Also der Benzinmotor treibt bei hohen Lasten die Vorderachse an und gibt immer wieder genügend Energie an den Elektromotor, der das dann Ganze in Energie umwandelt und in die Batterie einspeist. Die Batterie sitzt übrigens vor der Hinterachse, also auch gewichtsoptimiert. Der Elektromotor sitzt beim Getriebe angeflanscht und der Motor natürlich hier unter der Motorhaube. Der Elektromotor soll dann im Grunde genommen unter geringen Lasten des Motors aktiviert werden und dann die Fortbewegung oder den Antrieb übernehmen. Das funktioniert unter anderem im Stadtverkehr sehr häufig. Das Anfahren wird dann elektrisch gemacht und dann springt der Benziner irgendwann mal hinzu. Oder aber man kann dann ganz konstant durch den Ort ganz gepflegt schön elektrisch durchfahren. Ungefähr so 2 bis 3 Kilometer ist die elektrische Reichweite mit dieser 0,7 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie. Und ja, ich konnte sogar 2,5 Kilometer elektrisch am Stück zurücklegen. Also auch das ist mit einem sensiblen Gasfuß auf alle Fälle möglich. In der Praxis ist es dann so, wie gesagt, der Elektromotor kann boosten, wenn man dann volle Leistung abruft. Dann wird das Ganze aber auch sehr laut und zäh und genau da haben viele dann, die meisten Negativpunkte mit dem Hybrid, denn wenn man ihn ausdreht, spult das CVT-Getriebe ungefähr auf 4.500 Umdrehungen, denn da wird die maximale Leistung abgerufen und dann wird es schon etwas laut und das angestrengt klingt das Ganze, aber das sind eher nur kurze Momente in der Praxis. Und genau deswegen sollte man sich da gar nicht mal so von abschrecken lassen, denn so wie ich ihn jetzt bewegt habe über 14 Tage, da fällt das hier kaum ins Gewicht. Das kann ich euch sagen, das sind sehr, sehr kurze Momente, wo man dann eben diesen unschönen Klang quasi hat. In den meisten Fällen ist das Ganze sehr ruhig, weil eben die CVT, also das stufenlose Automatikgetriebe, das Drehzahlniveau möglichst gering hält, eher so um die zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen. Da läuft der Motor sehr angenehm, vibrationsfrei und zudem wird dann auch immer wieder selbst auf Landstraßentempo der Motor abgeschaltet und der Suzuki fährt voll elektrisch. Sehr gut zum Hybridantrieb passt auch die Fahrwerksabstimmung, die man hier gewählt hat beim Suzuki Swayze und das ist eine sehr komfortorientierte Abstimmung. Man hat wirklich komfortables Fahrwerk, weich und sensibel ansprechende Federdämpferelemente. Und auch so ein angenehmes Nachschwingen bei welligem Untergrund, aber ohne dass das Ganze hier wankend oder zu sehr nachschwingend und so ein bisschen schaukelig wirkt. Nein, alles ist noch straff genug und der Wagen lässt sich sogar mit dieser komfortablen Abstimmung angenehm dynamisch sogar auf kurvigen Straßen bewegen. Ja, er schiebt dann frühzeitig über die Vorderachse, weil das meiste Gewicht drauf lastet. Die Lenkung ist aber angenehm direkt und vermittelt sogar ein Quäntchen von Rückmeldung von der Straße, was ich gut finde, hat auch ein gutes Rückstellmoment. Also hier fühlt sich alles super sauber und auch komfortabel an. Die Bremse dosiert ebenfalls fein. Auch der Übergang zwischen Rekuperation und normaler Bremsleistung über die Scheibe ist wirklich fein gelöst. Also hier kann man in meinen Augen gar nicht meckern, auch was die Geräuschdämmung angeht, die ist den Ingenieuren hier richtig gut gelungen. Windgeräusche hört man erst so ab ungefähr 120 deutlich,
dann aber immer noch in einem ausreichenden Maße, sodass man hier sich ordentlich im Innenraum noch unterhalten kann. Zum allgemeinen Reisekomfort tragen natürlich auch die Assistenzsysteme hierbei. Wir haben ja einen Abstandsregeltempomaten sowie einen aktiven Spurhalteassistenten sowie eine tote Winkelüberwachung. Und das sorgt dann auch auf der Autobahn für angenehme, ruhige Fahrten. Man stellt den Tempomaten ein, den Abstand ein und schon kann man ganz entspannt von München bis nach Berlin oder sonst wo hin mit der Familie reisen. Doch ich reise jetzt für euch zum Fazit. Mit offenen Augen soll man durch das Leben gehen und sich durchaus immer wieder mal neu inspirieren lassen, auf neue Dinge einlassen. Und so mache ich das auch immer, wenn ich ein Presseauto bekomme. Ich lasse mich immer wieder neu auf das Fahrzeug ein und das möglichst unvoreingenommen. Und das tat dem Suzuki Swayze jetzt richtig gut, denn er konnte mich richtig gut und positiv überraschen auf gesamter Linie. Die Verarbeitung ist gut von diesem Auto, die Hybrid-Technologie funktioniert einwandfrei und unmerklich. Die Platzverhältnisse sind sehr gut für einen Kombi dieser Klasse. Wir haben auf der Rückbank viel Platz, wir haben einen Kofferraumplatz. Er fährt sich äußerst angenehm und komfortabel. Und das Fahrzeug ist gar nicht mal so teuer, wenn man ehrlich ist. 32.040 Euro kostet der Testwagen, so wie er hier steht. Es gibt ihn nur vollumfänglich ausgestattet mit Lenkradheizung, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer. Wir haben hier eine Rückfahrkamera, Assistenzsysteme und vieles mehr mit an Bord. Das Einzige, was es hier nicht für Geld und gute Worte gibt, ist das Navigationssystem, das sich wohl Toyota aufgrund von rechtlichen Dingen vorbehält. Da will Toyota wahrscheinlich keine, oder Suzuki keine Lizenz an Toyota zahlen. Was aber auch kein Problem ist, denn die Smartphone-Konnektivität mit Android Auto und Apple CarPlay ist gegeben. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, das dürft ihr mir auch gerne unten in die Kommentarbox schreiben. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil, nämlich erstens der Gebrauchtwagenpreis. Und genau für den solltet ihr dann einfach mal in die jeweiligen Gebrauchtwagenbörsen reinschauen. Und da sehen wir, dass so ein 1,5-jähriger Suzuki Swayze mit ungefähr eben dieser Laufleistung hier von rund 30.000 Kilometern für knapp über 20.000 Euro gehandelt wird. Das ist ein echt guter Preis. Ja, er ist deutlich teurer als noch vor der ganzen Krise. Denn da hätte man ihn sogar schon für 17.000, 18.000 Euro neu kaufen können. Jetzt sind diese Fahrzeuge ja allgemein teurer geworden. Dennoch bekommt man hier für knapp über 20.000 Euro ein richtig vollwertiges, tolles Familienauto, wie ich finde. Und natürlich stellt ihr euch jetzt noch die Frage, ja, aber was verbraucht denn das Ganze? Und das zeigt sich eben hier auch. Auf der Verbrauchsrunde waren es 3,9 Liter gemessen. Liebe Leute, mit dem 43 Liter Kraftstofftank haben wir somit einen Aktionsradius von rund 1000 Kilometern für einen Verbrenner. Unter normalen Einsatzbedingungen, nein, kein Hypermeilung hinter LKWs über Stunden oder ähnliches, nein, normaler Einsatzbereich. Und das zeigt sich, wenn man sich eben auf etwas einlässt, auf die Technologie einlässt, auf das Fahrzeug einlässt, dann kann man nur positiv überrascht werden und das bin ich. Jetzt hoffe ich, ihr seid genauso positiv überrascht. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Vergesst nicht, dem Kanal ein Abo und ein Like zu geben. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.